Das sind wir. Sandy, Mandy und Lotte. Und das ist Klaus Bärbel, unser Zuhause. Wir haben das uns auferlegte Normal hinter uns gelassen und uns für mehr anders entschieden. Mehr Eigenverantwortung, mehr Abenteuer, mehr Zeit, mehr Leben. Und wir freuen uns, wenn ihr uns begleitet. Wir verlassen die spektakuläre Landschaft der Tabernas, um uns auf den Weg in die Sierra Nevada zu machen. So, heute geht's weiter. Wir sind auf dem Weg nach Guadix und wollen uns dort die Höhlenwohnungen angucken. Die schneebedeckten Berge der Sierra Nevada. Mitmachen, der dicke Klaus Bärbel, aber dafür haben wir eine wunderschöne Aussicht. Wir stehen am Aussichtspunkt Mirador del Fin del Mundo. Die Aussicht ist atemberaubend. Es weht ein frischer Wind. Von hier aus blicken wir auf die beiden kleinen Orte Beas de Guadix und Machal. Ja, und es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr diesen Ort erreichen könnt. Zum einen über eine etwas längere, sehr staubige, schotterige, unebene Straße. Vorher müsst ihr auch irgendwie durch so ein kleines Dörfchen noch durchfahren. Den Weg hatten wir genommen, aber ich würde es eigentlich eher bevorzugen, den anderen Weg zu nehmen, denn unten von diesem kleinen Örtchen führt eine Straße hier hoch. Das ist der kürzeste Weg, wirklich von einer Hauptstraße, eine festbefahrbare Straße hier hoch. Die ist allerdings sehr steil. Also ich weiß nicht, das eine oder andere Fahrzeug packt das vielleicht nicht. Ich weiß nicht, ob wir da hochgekommen wären. Wir werden auf jeden Fall runterfahren. Wir sind auf jeden Fall hierher über diesen Schotterweg gekommen. Das geht auch, aber der ist länger und ja, ist halt auch nicht so schön zu fahren. Hier werden wir uns mit einem Freund treffen, den wir während unserer Zeit in Paraguay kennengelernt haben. Der Erich. We were made for each other to hold on to. I was carved out of redwood beneath your moon. I was birthed in the mountains under the sun. Something's changed, you can't see my face in the crowd. In der Nacht wird es so stürmisch werden, dass wir es etwas bereuen, so dicht am Abhang geparkt zu haben. Zum Glück sind wir überladen und Klaus Bärbel steht wie verwurzelt da. Die Sierra Nevada ist der höchste Gebirgszug auf dem spanischen Festland. Sie ist das südlichste Skigebiet Europas.
Ihre 14 Gipfel haben eine Höhe von mehr als 3000 Metern und sind das ganze Jahr über mit Schnee bedeckt. Daher rührt auch ihr Name, Sierra Nevada, schneebedecktes Gebirge. Seit 1999 sind 86 Quadratkilometer des Gebirges als Nationalpark geschützt. Hier verbrachten wir 3 stürmische Nächte. Die Gegend rund um Guadix ist bekannt für ihre Höhlenwohnungen. Unser nächstes Ziel ist das Barrio de Guadix, ein bekanntes Höhlenviertel. Dort möchten wir uns Wohnhöhlen wie diese hier ansehen. Dort gibt es ca. 2000 Wohnhöhlen, in denen je nach Quelle 4000 bis 10.000 Menschen leben. Aber vorerst machen wir einen Abstecher zur Burg La Calahorra. Diese beeindruckende Festung wurde einem christlichen Ritter für seine Dienste während der Reconquista zuerkannt. Er beauftragte florentinische Handwerker und ließ den anmutigen und reizvollen Innenhof der Burg mit italienischem Marmor ausstatten. Die Schornsteine der Höhlenwohnungen im Barrio de Santiago. Guadix ist auch bekannt für seine Töpferkunst. Man sieht nur die Fassaden und wir fragen uns, wie groß und geräumig sind wohl die Wohnungen hinter diesen Fassaden. Während wir durch dieses Örtchen laufen, wird fleißig gebaut. Möchte man einen weiteren Raum zur Verfügung haben, wird einfach ein weiterer Raum gegraben. Eine Höhlenwohnung benötigt weder eine Heizung noch eine Klimaanlage, denn die Temperaturen in diesen Wohnungen liegen das ganze Jahr über um die 20 Grad. José gewährt uns Einblick in seine Höhlenwohnung.
I was birthed in the mountain under the sun. Wir laufen hier jetzt durch die Gassen von Guadix und wir laufen jetzt quasi auf den Wohnungen anderer Menschen. Wenn man hier so durch die Straßen läuft, dann läuft man auf dem Wohnraum von anderen Menschen. Ich frage mich, wie das hier so mit den Baugenehmigungen läuft und ob man eigentlich so weiß, wie viel Wohnraum jemand hat, der in so einer Höhle lebt. Weil im Grunde sieht man von außen ja immer nur die Fassade, dann ist da ein Eingang, vielleicht noch ein Fenster. Und dann weiß man nicht, wie viel Wohnraum sich dahinter verbirgt. Das können 70 Quadratmeter sein oder 500. Man kann sich hier ja quasi eine richtige Bunkeranlage hinbauen, ohne dass da jemand was von weiß. Auch nicht schlecht. Wir verbringen eine weitere Nacht in La Calahorra, bevor es weitergeht. Wir können hier ruhig schlafen, denn Clint Eastwood höchstpersönlich bewacht diesen Stellplatz. Im Dorf ist man stolz darauf, dass Sergio Leone in den 60ern den Western Zwei glorreiche Halunken mit Clint Eastwood in der Umgebung der Tabernas und der Sierra Nevada drehte. Wir wünschen euch eine schöne Woche und sagen Tschüss bis nächsten Sonntag.